Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Eigentlich sind wir gerade auf dem Heimweg von Erfurt wieder nach Hildburghausen. Jetzt war ich an der Tankstelle, musste kurz tanken, hab so 30 Euro reingelassen, bin auf 30,01 Cent gekommen, also 1 Cent mehr, weil ich nichts kann. Hab dann aber gesehen, beim Tanken hat mich die ganze Zeit so eine Anzeige angelacht, so eine Werbung für einen Le Chef Burger Korean Barbecue. Jetzt war's um 10:30, die hat gesagt, ab um 11 gibt es sie aber erst, ob sie mir schnell einen machen soll. Fand ich sehr freundlich von der Dame, habe ich mir natürlich einen gegönnt und bin insgesamt genau dann auf 33 Euro gekommen. Also war es sehr genial, dass der eine Cent zu viel war, da der Burger dann 2,99 gekostet hat und so es genau auf 33 kam. Und das Besondere, bei dem Burger, zu jedem Burger gab es einen Ingwer-Shot gratis dazu. Von Berliner Shot, empfohlen von Fit for Fun, Ingwer, Apfel, Zitrone, Cayenne, angenehm scharf. Also Ingwer ist ja schon scharf, aber Cayenne auch noch dabei, Cayenne, Pfeffer, handgemacht in Berlin. Ein Ingwer Shot zum Burger, zum Le Chef Burger Korean Barbecue. Den wollen wir mal probieren. Willst du den auch mal probieren? Bubsi wie immer sagt nein, Bubsi will immer nichts. Wir machen den mal kurz auf hier hinterm Dings. Eigentlich muss man, einen Shot trinkt man ja eigentlich so im Ganzen, oder? Mit einmal reinschießen und fertig. Aber wenn der scharf ist, weiß ich nicht. Machen den erstmal auf. Riecht auf jeden Fall sehr scharf, riecht auf jeden Fall sehr würzig. Also mal gucken, ob ich den. Ich nehme erstmal nur einen. Ja, schmeckt auf jeden Fall irgendwie extrem süßlich. Und dann brennt es auf einmal und du denkst, was ist das denn? Wir kippen den jetzt einfach hinter den Ingwer-Shot von Berliner. Ah, der ist auf jeden Fall weg. Jetzt drehen wir es wieder zu. Suchen uns den Burger. Denn eigentlich geht es ja um den Burger. Den wollen wir euch natürlich auch zeigen. Mann, mir brennt die ganze Fresse. So, und hier schön zurecht gemacht, der Le Chef Burger Korean Barbecue. Was ich sehr lustig finde, da ist irgendwie so Rotkraut, glaube ich, drauf, was das sein soll. Sieht auf jeden Fall aus wie Rotkraut und eine komische Flakes-Panadenscheibe an irgendwelchem Fleisch. Guckt euch das an. Sieht das nicht lustig aus? Ist auf jeden Fall alles rot. Unten drunter ist lauter Salat. Riecht auf jeden Fall süßlich. Riecht wie so ein Chicken Burger von McDonald's, wo auch diese Sweet Chili Soße immer drauf ist. Wir probieren den jetzt mal. Wir drehen den extra um, da wo alles reingelaufen ist. Und beißen da rein. Jetzt habe ich die ganze Hand schon wieder voll. So. Mit dem Bart erstmal alles wegmachen. Richtig zartes Hähnchenfleisch auf jeden Fall. Und das ist wirklich irgendwie Rotkraut. Ich habe noch nie Rotkraut auf einem Burger gehabt. Passt aber dazu, hat auch eine gute Schärfe dabei. Von Barbecue an sich merke ich eigentlich nichts. Ist aber nicht schlimm, eigentlich mag ich eh keine Barbecue-Burger. Aber dieses Süßliche von dem Rotkraut, diese Schärfe, dieses Koreanische, gleichzeitig aber mit diesem Chicken, mit dieser Panade dabei, ist eine sehr gute Kombination, so für zwischendurch. Keine Sorge, ich esse nicht das Papier. Obwohl, da oben ist, glaube ich, Barbecue-Soße zu sehen. Willst du wirklich nicht probieren? Nein. Mal riechen? Nein. Mal aus dem Fenster werfen? Den lasse ich mir auf jeden Fall jetzt munden. Fand ich auf jeden Fall korrekt, auch wenn es den eigentlich erst ab um 11 gibt, dass sie den jetzt 10:30 extra gemacht hat. War eine sehr nette Dame an der Tankstelle, an der Total-Tankstelle in Erfurt, Erfurt rauswärts irgendwo.
ich esse den jetzt auf, dann fahren wir auf jeden Fall weiter. Und sehen uns dann wieder, wenn wir zu Hause sind, wenn es Folgen gibt von zu Hause, Ramses Kitchen, alles Mögliche. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.